Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich habe heute mal was Spezielles für euch, und zwar ein kleines Stranded Deep Tutorial. So die wichtigsten Schritte, was ihr machen müsst, um zu überleben. Und ich könnte mir denken, ein paar Leute haben hier am Anfang schon Probleme. Von daher will ich einfach mal kurz hier zeigen. Ihr müsst hier zu dem Martini laufen, dann rechts, linksklick, Entschuldigung, drücken und hier auf Martini klicken. Dann habt ihr den Martini gecraftet. Dann müsst ihr das Feuerzeug nehmen. Mit Tabulator öffnet ihr den Rucksack. Das Ganze mit Linksklick entzünden. Dann den Martini mit E aufnehmen. Dann habt ihr den in der Hand. Und mit dem Mausklick könnt ihr den trinken. Das wäre es eigentlich schon von dem Anfang. Und dann müsst ihr nur noch zu eurem Sitz zurück. Und schon geht es weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns vor der Insel wieder. So, da sind wir zurück vor der Insel. Ihr seht, wir sind hier auf dem Gummiboot. Wir nehmen mal das Paddel, fahren auf die Insel. Und wir sehen hier schon ein Schiffswrack. Die Insel ist jedes Mal anders. Das heißt, wenn ihr neu spawnt, wenn ihr sterbt oder irgendwas, ist die Insel wieder komplett anders. Wenn ihr hier, ihr seht, außenrum gibt es noch mehr Inseln, die ihr abchecken könnt. Ihr müsst aber vorsichtig sein, wenn ihr auf die Insel geht, findet ihr es sehr, sehr schwer zurück. Habe ich jetzt schon von ein paar Leuten gehört, dass sie Mühe hatten, zurückzufinden. Also Vorsicht. Aber dafür soll das Bötchen, das verschwunden ist, mitten auf dem See, es gab da so einen Bug, der soll behoben werden. Das ist hier Version 0.1 HZ irgendwas, keine Ahnung mehr. Und ja, jetzt gucken wir mal, mit Q können wir das ganze Paddel hier in das Bötchen werfen. Und mit dem rechten Klick können wir das Bötchen an Land ziehen. Ich würde das Bötchen, wenn es dann funktioniert, ups, jetzt ist das Paddel rausgefallen. Ich muss es kurz wieder reinschmeißen. So, und dann ziehen wir es noch ein bisschen näher. Okay, hier ist ein Baum. Ein bisschen in diese Richtung. So. Soll erstmal reichen. Das Paddel liegt drin. Denn wenn ihr auf der Insel angekommen seid, müsst ihr Dinge sammeln. Hier Sticks natürlich. Dann Steine. Einfach alles, wo ihr kriegen könnt, müsst ihr sammeln hier. So. Gucken wir mal weiter. Hier gibt es noch eine Kartoffelpflanze. Die müssen wir mit Tabulator, ihr seht hier, wir haben hier ein Feuerzeug, ein Messer, eine Flasche und die Dinge, die wir hier gesammelt haben. Nehmen wir das Messer in die Hand und dann können wir hier diese Pflanze schlagen, bis sie Kartoffeln verliert. So. Dann gucken wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Mit dem Messer können wir auch Krebse töten. Die sollten hier irgendwo sein. Natürlich jetzt nicht. Ist ja klar, ne? Übrigens mal Daumen nach oben für die Facecam, würde ich mal sagen. Wenn ihr wollt, gebt mir einen Daumen nach hoch. Ich würde mich freuen. Und ich gucke jetzt mal weiter hier. Natürlich kein einziger Krebs. Doch, da ist einer. Sehr gut. Und ihr seht auch im Schatten hier alles noch ein bisschen Alpha verbuggt, aber im Großen und Ganzen funktioniert das Spiel recht gut. Dann hier stechen wir die tot und sammeln sie auch ein. Und ihr seht, wir haben hier eine Krabbe. Aber die können wir natürlich nicht einfach so essen. Dazu müssen wir schon ein kleines Feuer machen. Dann hier, diese kleine Yucca-Palme können wir ebenfalls klein hauen. Und die verliert dann so Schnüre. Nehmen wir alles mal mit hier. Den Stein noch. Dann würde ich sagen, hier ist noch eine Palme. Schnüre sind immer wichtig. Mit dem könnt ihr Werkzeuge und dann Häuser und so bauen. Hier noch ein kleiner Krebs. So. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen hier unser kleines Lager. Oder nee, besser da oben, ne? Vielleicht kommt ja die Flut und dann ist alles scheiße. So. Gucken wir mal mit Tab. Könnt ihr Dinge in die Hand nehmen und mit Q könnt ihr es dann wegschmeißen. Um zu craften, müsst ihr nicht im Menü
hier rumdrücken, sondern ihr müsst Dinge auf den Boden legen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich nehme jetzt noch die Seile, werfe sie oben drauf, die Steine, werfe sie oben drauf. Und dann seht ihr, alle Dinge sind zusammen markiert worden. Dann könnt ihr mit Linksklick drauf bleiben auf dem Knopf und dann seht ihr hier das Menü. Und dann könnt ihr hier diese Dinge craften. Eine Axt oder einen Hammer könnte ich jetzt machen. Ich mache mir jetzt einfach mal eine Axt. Dann liegt sie hier auf dem Boden und tada, da ist sie schon. Dann machen wir gleich noch einen Hammer. So. Super. Dann würde ich sagen, als nächstes sammeln wir noch hier. Wir haben noch zu viel Scheiße dabei. Ich muss kurz zurück. Ich werfe hier einfach mal alles auf den Boden. So. Ups. Krebse. Was brauchen wir denn? Die Flasche. Das Feuerzeug und das Messer würde ich behalten. Es kann sein, dass mal was wegglitscht oder so und ohne Feuerzeug seid ihr tot. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das Feuerzeug ist euch euer bestes und wichtigstes Gut, das ihr habt. Also passt gut darauf auf, nicht dass es plötzlich verschwindet. Hier ein paar Dinge einsammeln, hier ein paar Äste. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alles gesammelt habe und weiter craften kann. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe noch ein paar Dinge gesammelt und jetzt können wir ein Campfire craften. Mache ich jetzt einfach mal, um das zu zeigen. Wenn es rot ist, könnt ihr es nicht bauen. Wenn es gelb ist, könnt ihr es selbstverständlich bauen. Dann macht ihr einen Klick und da ist es auch schon. Ihr könnt dann das Feuerzeug in die Hand nehmen und das anzünden. Das werde ich euch später zeigen. So, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter looten und zeige euch dann noch, was ihr bauen könnt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe noch ein paar Dinge gelootet, aber es reicht nicht für ein Haus. Also gehen wir in Baum fällen. Ihr könnt die Palmen hier, könnt ihr fällen. Und zwar Axt in die Hand und rein damit. Das braucht ein paar Schläge. Ihr seht das. Das Ding teilt sich. Ups. So. Und wenn es dann umfällt, dann könnt ihr es auch mit dem Rechtsklick ziehen. Dass es nicht ins Wasser fällt oder so und verschwindet, könnt ihr die Palme hier ziehen. Ihr könnt übrigens alle Dinge mit Rechtsklick aufheben und rumtragen. Das ist dann später wichtig beim Kochen, werde ich euch gleich zeigen. Aber hier machen wir noch weitere Stücke. Und zwar einfach raufschlagen mit der Axt. Und dann bricht das Ganze. Dann immer noch weiter schlagen. Einfach klick, 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 klick die ganze Zeit. So, und jetzt haben wir hier Stickies. Die brauchen wir natürlich. Und was auch wichtig ist, ist hier oben die Blätter für das Dach. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen hacken und wir sehen uns gleich wieder. So, inzwischen ist es Nacht geworden, wie ihr seht. Ich habe hier noch ein bisschen gesammelt. Ein klein wenig. Und ich würde sagen, wir zünden jetzt mal das Feuer und machen dann ein bisschen Essen. So, ich hoffe, die Scheiße hier beginnt nicht zu brennen. Und dann holen wir hier uns eine Krabbe. Um zu essen, müsst ihr das Ding natürlich kochen zuerst. Dann nehmt ihr das in die Hand, werft es auf den Boden und dann könnt ihr mit Rechtsklick das Ding hier aufheben. Hebt das über das Feuer. Und wenn ihr den Sound hört, hört ihr das? Dann kocht es. Und wenn ihr den Mikrowellenklang hört, ist das Ding fertig. Es dauert eine Weile, ist anders als in anderen Spielen. Hier, ja, dauert es schon ein ganzes Stück. Ich mache jetzt das einfach mal kurz, ziehe das hier durch. Und dann zeige ich euch natürlich noch, wie ihr Kokosnüsse essen könnt. Die von den Palmen fallen, ist eigentlich ganz einfach mit der Axt. Sobald hier der kleine Krebs durch ist, werde ich euch das zeigen und ja. So, mach mal, Junge. Junge, Junge, Junge. Ups. Hallo? Wie gesagt, ist eine Alpha. Also Bugs können passieren. Und wenn, dann nicht aufregen.
Wie gesagt, ist eine Alpha. Und ja. So. Komm schon. Komm schon. Heute dauert es extra lang natürlich. Das ist nett, nicht? Habt ihr gehört? Dann auf dem Boden. Und ihr seht, cooked crab. Aufnehmen. So, komm schon. Dann habt ihr den in der Hand. Und Doppelklick. Njam, 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 njam. Mit F könnt ihr noch eure Uhr vorholen. Dann seht ihr die Zeit, das Datum, wie lange ihr überlebt habt. Und wenn ihr klickt, seht ihr eure Anzeige. Links natürlich das Leben, in der Mitte der Hunger und rechts der Durst. Okay, dann zu den Kokosnüssen. Nehmt die Axt in die Hand. Guck mal kurz, hier liegen die. Dann schlagt ihr drauf. Jetzt seht ihr, jetzt ist sie braun geworden. Jetzt schlagt ihr nochmal. Und jetzt könnt ihr sie in die Hand nehmen. Und trinken. Dann, wenn ihr sie getrunken habt, legt ihr sie wieder auf den Boden. Nehmt die Axt in die Hand. Und schlagt wieder ein paar Mal drauf. Bis dann das Ding zerspringt. Dann könnt ihr die Stücke hier aufsammeln, in die Hand nehmen und mit Doppelklick essen. So könnt ihr einigermaßen überleben, falls ihr keine Krabben grillen wollt oder was auch immer. Aber ich würde schon jedem empfehlen, mal Kokosnüsse zu essen. Vor allem für das Trinken ist es gut, weil sonst habt ihr nicht viel zu trinken hier auf der Insel. So, ich warte jetzt, bis es Tag wird und dann werden wir ein kleines Häuschen bauen zusammen. Okay, bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Es ist 6.20 Uhr und guckt euch das mal an. Das ist zwar ein Tutorial hier, aber ich muss es einfach immer wieder sagen, das Spiel sieht hammergeil aus. Findet ihr nicht? Wie das alles spiegelt und wie das alles ausschaut hier, einfach nur geil. Einfach nur geil. So, genug geschwärmt, zurück zum Bauen. Ist ja schließlich ein Tutorial hier. Tutorial. Okay, dann, um was zu bauen, müsst ihr den Hammer in die Hand nehmen und dann seht ihr, das Ding wird blau. Dann könnt ihr rechtsklick und Foundation. Dann seht ihr, ich habe hier so einen Boden. Den könnt ihr in der Höhe verstellen. Aber irgendwie kann ich den hier nicht bauen. Dann würde ich sagen, ich baue den einfach mal hier hin. Ist ja egal, um zu zeigen. Und dann geht es weiter. Dann als nächstes braucht ihr natürlich Support. Die müsst ihr an die Ecken hier pflanzen. So. Dann noch einer. Hier. Ups, hier. Dann. Nee, jetzt habe ich sie aufgesammelt. Dahin schmeißen hier. So. Und Hammer in die Hand. Und weiter geht's. Support. Hier. Und Support. Da. Komm schon. Komm schon. So. Oh, es beginnt zu regnen. Scheiße, unser Feuer. Naja, egal. So nebenbei. Das Feuer könnt ihr nachladen, will ich mal sagen, indem ihr einen Stick nehmt, den in die Hand nehmt und hier einfach reinwerft. Und ihr seht dann, es wird wieder mehr Holz. Ich mache jetzt nochmal, vielleicht seht ihr das. Guckt mal auf das Holz. Seht ihr das? Und so könnt ihr das Feuer nachladen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ablöschen wird hier im Regen. Ob sie das schon eingebaut haben, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Aber ich baue mal hier weiter unser Haus. Wieder den Hammer in die Hand. Und als nächstes bauen wir noch ein Roof. So, jetzt haben wir unser Dach. Und als nächstes noch eine Wall. Und zwar hier. Komm schon. Nee, hier. So, boom. Einfach mal zum Zeigen. So, jetzt haben wir hier
Wunderschön. Eigentlich, ja, kann man hier, ich würde sagen, Steps, einfach weil es so schön ist. Und zwar hierhin. Und ihr seht, dann können wir reinlaufen. Wunderbar. Wir haben unser kleines Zuhause. Ich guck mal, was wir noch bauen könnten. Nichts mehr. Alright. Das wäre es dann eigentlich schon von diesem Tutorial. Ich habe euch das Wichtigste gezeigt, wie ihr hier überleben könnt. Jetzt ist leider gerade scheiß Wetter. Das könnte ich euch die geile Grafik nochmal zeigen. Wenn ihr mal so weit seid, wie wir jetzt seid, habt ihr schon recht gute Chancen, um zu überleben. Ihr könnt dann weiter tauchen gehen, die Schiffe hier untersuchen. Und es soll ganz viele tolle Dinge unter Wasser geben. Ich zeige das mal kurz. Hier ist wirklich eine eigene Unterwasserwelt. Na gut, man sieht jetzt natürlich nichts, weil das scheiß Wetter ist. Das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, sind die Haie. Und dass ihr natürlich nicht ertrinkt. So. Wir gehen mal wieder zurück an Land. Wie gesagt, das war's vom Tutorial. Die Sonne ist da. Der Regen ist scheiße. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Facecam haltet. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus. Ciao.